Ja, liebe Wacke-Fans, Wackestube, Wackestube, Wackestube. Ja, liebe Wacke-Fans, in der 93. Ausgabe der Wackestube verkünden wir beide euch nach langen und zähen Verhandlungen, dass wir jetzt wirklich in die Koalitionsverhandlungen, na, Scherz beiseite, wir machen immer noch die Wackerstube, auch wenn das neue Setting in der Hofburg zu Innsbruck ausschaut, als wenn wir Politiker irgendwas verkünden würden. Mhm. Aber wir begrüßen euch in alter Manier, trotz 5 Wochen Pause. Der Martin, grüß euch. Und der Felix. Deswegen habe ich den Stehtisch ausgepackt, weil die stehen ja einmal. Ja. Also. In der Hofburg steht man und verkündet, ob man koaliert oder nicht. So schaut's aus. Ja, auch wenn das die Schwarz-Grün, aber die machen anderen Scheiß. Ja. Wir sind da, um über, habe ich Scheiß gesagt, wir sind da, um über Fußball zu sprechen mit euch. Ja, wir hatten eine 5-wöchige Pause. Warum war das so? Ja, einerseits war ich mal 2 Wochen krank, das war extrem sexy. Und dann waren wir 3 Wochen so eingespannt mit Dingen, dass es irgendwie überhaupt, wir haben zwar probiert aufzunehmen, aber irgendwie zeitlich hat es nicht ganz hingehört. Und wir wollen euch ja, wenn wir was machen, was Gescheites liefern und wenn die Zeit nicht reif dafür ist, dann machen wir es besser nicht, als wir machen irgendeinen oberflächlichen Spaß. Für uns ist, und das habe ich eh schon mal irgendwo, glaube ich, eingeschrieben gehabt, der Oktober war für uns eine Art Testmonat. Da haben wir eben die Stunden reduziert, 100 Wochenstunden waren insgesamt im Büro. Mhm. Und wir haben gesagt, im Oktober schauen wir mal, was ist alles möglich, welche Angebote, welche Services können wir noch liefern, was macht Sinn, was dauert wie lange. Und so Wackerstube dauert erfahrungsgemäß ein bisschen länger als kürzer, bis du das geschnitten und bearbeitet hast. Ja, bis wir halt einfach auch was haben, was wir alles erzählen wollen, genau. Und so weiter und so fort. Du musst ja Infos beschaffen, dann das Aufbauen da und dann musst du in die Hofburg, musst entern. Und aufbauen und dann starten. Und ja, deswegen haben wir es nicht geschafft, aber jetzt sind wir wieder zurück und voll motiviert. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, es war damals so bei den 92 Ausgaben vor dieser 93. Immer. Dass der Martin mit dem Sportteil beginnt. Mhm. Und es neigt sich ja das Jahr dem Ende zu. Richtig. Einige Mannschaften sind jetzt bereits in der Winterpause, die Profis noch nicht ganz. Kannst du uns einen guten Überblick geben? Wie steht es denn gerade so? Was ist passiert und wie geht es weiter? Ich versuche es. Wie jede Woche versuche ich es. Wir fangen an bei der Profimannschaft. Die Profimannschaft hat das Spiel gehabt am Freitag daheim gegen den Tabellenführer Austria Klagenfurt. Es ist am Ende eine 2-4 Niederlage geworden, die sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Da war eindeutig mehr drin. Also der Tabellenführer hat schon gewankt, ist ja ins Wanken gekommen. Wir haben nämlich zweimal, sagen wir, von einem Rückstand wieder zurückgekommen, ausgeglichen. Und zum Schluss aus ist uns das ein bisschen, ja, sagen wir, ein bisschen überrennt worden, sagen wir so, im Sinne von ein sehr schön herausgespieltes Tor, war das vierte Tor von den Klagenfurtern. Mhm. Die restlichen 3 waren alles Standardsituationen. Ich glaube, wir haben alle die restlichen Spiele von der Saison gesehen. Das ist schon was uns ein bisschen begleitet, was ich auch weiß, dass sie schon probieren, eben abzustellen. Und was natürlich jeden nervt, aber es ist irgendwie einmal der Hund drin. Wir haben das irgendwie jedes Jahr, kommt mir vor, am Anfang des Jahres, dass wir so standardanfällig sein. Das ist halt leider Gottes diese Saison auch so. Nichtsdestotrotz war das aber auf die Woche drauf war das richtig in Ordnung. Auch wenn die Punkte nicht da waren, war die Leistung aber auf jeden Fall sehr gut und ansprechend. Am Ende hat es aber dann leider nicht für 3 Punkte gereicht. Bedeutet konkret, in der Tabelle sind wir jetzt auf Platz 9. 5 Punkte vorm Strich. Wobei, also, das zeigt ja, wie knapp alles zusammen ist. Zwischenzeitlich waren wir in der Blitztabelle auf Platz 3 oben oder auf Platz 4 in der Gegend umeinander. Jetzt ist es halt der Platz 9. Das ist ja nicht wirklich aussagekräftig, sondern wichtiger ist wirklich, wie jetzt die Entwicklung der jungen Mannschaft weitergeht. Ich denke, dass sich die Mannschaft nach der Hinrunde jetzt dann in 2 Wochen beziehungsweise nach zumindest der nächsten Runde dann also beide Hohenspiele eingenommen sicherlich hinsetzt und sagt, ja, so haben wir jetzt den Herbst gespielt. Und wenn wir dann da im gesicherten Mittelfeld sein, dann ist es wahrscheinlich noch nicht das, wo sie hinwollen ganz. Wir wissen ja schon, was sie sich für Ziele so quasi gesteckt haben. Stimmt. Aber sicher was, auf dem man sehr aufbauen kann. Weil, wie gesagt, wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt. 23 Spieler sind gegangen und die zweite Mannschaft ist quasi eingesprungen, Gott sei Dank. Und ist jetzt die erste Mannschaft und macht es ja über weite Strecken extrem lässig, extrem toll. Und man sieht es ja auch an der Resonanz, die Zuschauer immer wieder geben. Dass es sehr cool ist, da draußen. Absolut, wir haben momentan im Schnitt wahrscheinlich um die 2000 Leute im Stadion, aber die 2000, die da sind,
supporten bedingungslos, sorgen für unglaublich positive Stimmung. Genau. Und das ist total lässig. Also, das war ja ein Thema beim ORF noch nach dem Spiel. Wir haben ja ein Live-Spiel gehabt wieder mal und da sind vom Aufnahmeleiter bis zum Experten alle dann danach noch hingegangen und gesagt, das haben sie jetzt auch schon lange nicht mehr erlebt, dass man nach einer 2-4-Niederlage die ganze Nordtribüne stehen sieht und die Standing Ovations quasi gibt und vollkommenes Anpeitschen der Mannschaft. Also das ist schon was österreichweit sehr gesehen wird und da sehr anerkannt wird, ja. Absolut, und das sind eben lauter Dinge, wo ich glaube, dass man jetzt auch in der Winterpause sicher nochmal Kraft und Mut schöpfen kann, dass man früher nochmal angreift, diese Fehler abstellen kann und dann sicher nochmal besser performt, wie es jetzt schon war, aber ich finde es immer noch total tadellos. Ich meine, wir haben jetzt mit dem Azu quasi einen neuen Stürmer erfunden, also nicht wir zwar, sondern der Trainer, der macht es tadellos da vorne. In der Abwehr haben wir wieder umstellen müssen, ich mache das aber auch tadellos. Ich meine, ja, im Mittelfeld mit viele Verletzungen zu kämpfen gehabt, gerade im defensiven, zentralen Mittelfeld, der Rami einer der Hoffnungsträger, wo er wieder gekommen ist, gleich verletzt, schwer. Also wir haben ja wirklich einen turbulenten Herbst und trotzdem stehen wir stabil da. Mhm. Und das finde ich schon ausgezeichnet. Definitiv, ja, wie gesagt. Also wir haben jetzt mal Länderspielpause. Nächste Woche geht es dann wieder weiter im Ligabetrieb. 2 Wochen haben wir noch. Genau. Dann machen wir mal Urlaub. Genau, so ist es. Die zweite Mannschaft steht in der Tabelle weniger gut da als die erste. Und da haben wir auch einen Personalwechsel gehabt. Richtig, ja. Die zweite Mannschaft hat den Grunddurchgang der Regionalliga Tirol beendet mit dem Spiel gegen Kitzbühel auswärts. Man hat 3-0 verloren. Und wie du angesprochen hast, es hat eine Personaländerung gegeben. Unser Trainer Christian Stoff ist zurückgetreten. Genau, ganz aus freien Stücken. Er wurde nicht dazu ermutigt, sondern man muss wissen, er ist eigentlich hauptberuflich Lehrer, ist seit gefühlt 30 Jahren, oder wahrscheinlich faktisch 30 und gefühlt 100 Jahren beim Verein mit dabei, in den verschiedensten Funktionen. War mal Nachwuchsleiter, war Trainer der Zweier, Trainer der Dreier, Co-Trainer bei der Einser, Co-Trainer bei den Profis herum. Also der Christian oder Stoffi, wie wir ihn auch nennen dürfen, hat sich da ausgezeichnet und in ganz, ganz vielen, ist immer da eingesprungen, wo Not am Mann war, und jetzt ist einfach, ja, in der dritten Liga, bei der zweiten Mannschaft, das ist einfach eine gewisse Höhe der Liga schon, da hat man einen gewissen Aufwand, der damit verbunden ist, und wenn du da nebenher noch einen Hauptberuf hast, dann wird die Luft brutal dünn, das ist extrem herausfordernd, psychisch und also mental und körperlich, und ich kann ihn absolut verstehen, weil er ist ja wirklich auch ein akribischer Vorbereiter, der am Tag vorm Spiel da sitzt und nochmal alles ausdruckt, die ganzen Standardformationen und den an den Spieler nochmal hinlegt, also pädagogisch wertvoll aufbereitet, und dass da mal leer bist, dann vor allem, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wo die Mannschaft eigentlich wirklich brav mitspielt, dann ist das einfach bitter, und ich kann es verstehen. Und auf diesem Weg von mir und ich glaube von dir, Christian, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, und wir sind uns sicher, dass du uns nicht verloren gehst, weil wer 30 Jahre dabei ist und den Verein aus dem FF kennt, der bleibt auch darüber hinaus Mitglied der Wacker-Familie, und ich glaube, es ist sicher bald von irgendwo Not am Mann, und wir brauchen genauso einen Typen wie dich. Also vielen lieben Dank für deinen Einsatz. So schaut es aus, ganz genau, ja. Wie geht es da weiter mit dem Trainer? Weißt du was? Nein, ich weiß noch gar nichts. Wir werden einmal suchen. So viel habe ich gehört, man ist auf der Suche, man lässt sich Zeit. Genau. Es dauert noch ein bisschen länger, eben jetzt ist einmal Winterpause, danach wird die Tabelle, also die Punkte halbiert. Es ist noch nichts entschieden, ob es einen Abstieg gibt oder nicht. Ich glaube, da wird natürlich alles dran gesetzt, dass man das nicht, dass es nicht eintrifft. Und dann schauen wir in den kommenden Wochen, wer das Ruder dann übernimmt. Genau, ich habe schon mit Malik geredet, es gibt sowohl intern Ideen als auch von extern jemand dazu zu holen, aber man wird sich da nicht irgendwas vom Zaun brechen und einen Schnellschuss wagen, weil gerade diese zweite Mannschaft, wissen wir, ist eine ganz wichtige Schnittstelle für uns im Ausbildungsbetrieb, der Sprung hin zu den Profis, und da ist schon wichtig, dass jemand da ist, der wirklich gut dazu passt, mit der Philosophie mit kann, die Aufgabe annimmt und auch die schwierige Ausgangsposition im Frühjahr annimmt, und da lässt man sicher Zeit. Es kann schnell gehen auch, aber normalerweise haben wir gesagt, dass man eigentlich vorm Start des Frühjahrs, also im Jänner geht es dann wieder los, jetzt immer keine Schnellschüsse wagen, das kann ich sagen. Das weiß ich. Mehr weiß ich auch nicht. Damit werden wir das auch so machen, genau. Bei den Damen? Damen hat es auch nicht so gut ausgeschaut, der Herbst ist schon abgeschlossen, und leider reingeht man gerade auf dem letzten Tabellenplatz, da waren ein paar bittere Sachen dabei, das haben wir schon das ein oder andere Mal besprochen. Natürlich ist es jetzt noch nicht das, was man sich erwartet hat oder erhofft hat, also die Mannschaft speziell. Aber ich gehe davon aus, dass man sich jetzt im Winter, da hat es ja auch ein Sichtungstraining gegeben, das heißt, man hat da schon noch, man ist da schon noch auf der Suche nach der einen oder anderen Verstärkung. Und ich gehe davon aus, dass es im Frühjahr dann wieder dahin geht, wie es letztes Jahr war, nämlich extrem lässig, extrem cool, gut im Mittelfeld dabei sein in der Frauen-Bundesliga.
die ja natürlich auch immer professioneller wird. Die anderen Vereine stocken auch extrem auf, machen sich auch immer holen ja, breiter. Legionäre dazu, richtig starke. Und wir werden, oder sind jünger geworden über den Sommer. Wir sind auf jeden Fall jünger geworden. Ja, die zweite Mannschaft ist in der Future Liga auf Platz 5. Also das ist ja wunderbar. Und ich glaube, wenn am Ende des Jahres, ich weiß jetzt nicht genau, was sich die Damen für Ziel gesteckt haben, aber ich gehe davon aus, dass es sicherlich ähnlich sein wird wie letztes Jahr, also im Tabellenmittelfeld. Will man sich sicher positionieren. Genau, und wenn man mit dem Trainerteam redet dann, und auch mit den Spielerinnen selber, dann weiß man, dass die sehr hohe Selbstreflexionsqualitäten haben, das sehr genau anschauen, analysieren, schauen, wie können wir uns verbessern. Da bin ich mir auch sicher, dass die über den Winter hin nochmal die Weichen neu stellen werden können und dass es im Frühjahr ein anderes Bild abgibt. Genau. Dritte Mannschaft? Dritte Mannschaft ist schon in der Winterpause und rangiert als Tabellenführer der Bezirksliga West. Also es sind 2 Punkte vorne Wies. Richtig cool, weil die Mannschaft ist zwischenzeitlich, glaube ich, hat schon mit einem Altersschnitt von 16 Jahren gespielt. Also gerade das, was man überhaupt darf im Erwachsenenfußball. Das ist so, ich glaube 16 ist das jüngste Alter, was man überhaupt spielen darf. Und da war mal eine Mannschaft, glaube ich, die wirklich nicht viel älter war wie 16,7 oder so. Und trotzdem funktioniert es in der Bezirksliga West. Extrem lässig. Schauen, wie es im Frühjahr weitergeht. Die haben ein Testspiel am Freitag gegen IHC Munich United in der Wiesengasse. Also wer die 3 anschauen will, am Freitag um 19 Uhr gibt es die Möglichkeit dazu. Genau so ist es. Ich glaube, damit haben wir den sportlichen Bereich soweit abgedeckt. Transfer-News gibt es ja keine, weder incoming noch outgoing. Also ist mir mal zumindest nichts bekannt. Ja, nur darf man eh nichts machen. Also auch keine Gerüchte, die wir kommentieren könnten. Wohl schon, ich hätte schon eins, nämlich Lionel Messi, bekanntlich seit Transfermarkt das letzte Woche getwittert hat, steht der Antipotas bei uns. Das ist meine ganze Stellungnahme dazu. Das ist was wir eigentlich in der Sonderwackerstube verkünden wollten, aber das ist halt jetzt passiert. Ja, es ist ja auch schon weggeschrieben, wann ist die Vorstellungs-PK und so weiter und so fort. Wir melden uns frischgerecht, wie ihr es von uns gewöhnt seid. Genau, mit 13 Rechtschreibfehler oder so. Naja. Aber wir lernen auch nicht dazu. Extra. Genau. Damit ihr was zum Finden und euch zum Ärgern habt. Na, machen wir weiter. Wir können den sportlichen Bereich jetzt, glaube ich, abschließen. Da haben wir jetzt einmal nichts mehr zu melden. Abgesehen davon ist das ja nicht unsere Hauptexpertise. Sicher nicht. Kommen wir zu den weiteren Vereins-News rund um unseren FC Wacker Innsbruck. Ich würde gerne mit dem sehr persönlichen starten. Okay. Und das ist dieses Thema, der Oktober war unser Lernmonat, jetzt sind wir schon mitten im November, also die Stunden sind reduziert. Ich muss sagen, ich bin mit vielen Dingen happy, wie es jetzt gerade läuft. Wir haben uns da ein bisschen stabilisiert. Die ersten 2-3 Wochen waren wirklich hart, weil man sich, wir haben in den letzten 2 Jahren viel aufgebaut. Wir haben da ganz viele Formate geschaffen, sei es eben auf YouTube, sei es auf der Website, sei es im Social-Media-Bereich. Wenn man sich von ihnen trennen muss, dann tut das schon mal weh. Auf der anderen Seite geht es sich einfach nicht aus, wenn man es gescheit machen will, eingangs erwähnt. Und die ersten 2-3 Wochen waren da ein bisschen turbulent, eine Findungsphase, aber ich glaube, wir sind dort recht stabil unterwegs. Für all diejenigen, die der Wahrheit wegen sich die Frage stellen, haben die jetzt nur Stunden reduziert oder haben die auch Gehälter reduziert, können euch absolut beruhigen. Wir verdienen gleich viel wie vorher, aber wir arbeiten dafür weniger. Genau, ja. Und ja, eigentlich damit ist die Sache, das war's mit der Wackerstube 93, das war sehr schön. Danke. Genau, wir müssen jetzt das Geld ausgeben. Wir fokken dann wieder. Nein, eben für alle, die sich da die Frage stellen, ja, wenn man 100 Wochenstunden reduziert, dann reduziert das nicht nur das Stundenausmaß, das gearbeitet wird, sondern auch die Bezahlung der jeweiligen Protagonisten und das betrifft dann wirklich, oder das ist bei allen so, ganz egal, ob man Martin heißt oder Felix heißt oder Ali heißt oder Peter heißt. Alle, die Stunden reduziert haben, haben auch Gehalt reduziert. Mit dem Hintergrund, dass wir ja, einem Geld. Genau, dass wir aufs Geld schauen müssen und da eine gewisse, eine gewisse Lücke schließen müssen. Und das bringt mich bereits zum zweiten Thema. Jetzt geht's los. Das sind die Finanzen. War super Überleitung, oder? Ich finde sie schon. Also ich bin da immer wieder erstaunt. Wir haben ja da einen leeren Notizblockzettel, der nicht einmal aufgeschlagen ist. Das stimmt gar nicht. Der ist nicht leer. Nicht? Nein, ich habe nur mit weißer Tinte auf weißem Grund geschrieben. Eben, also unleserlich. Und von dem her haben wir eigentlich schon immer relativ Ich wollte irgendwas Grenz dabei haben, wo halt Fußball drauf ist. Und im Hintergrund den Bischof haben und die Kirchen. Im Hintergrund hast du eh das Licht von dem Schild. Das sieht schon da schon. Das ist
So, jetzt haben wir abgelenkt vom Thema Finanzen. Genau, das waren die Finanzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche und tschüss. Wir sind 5 Wochen. Ganz kurz zu den Finanzen. Da gab es ja letzte Woche wieder einen Artikel zu lesen in einem Tiroler Light im Medium von einem bekannten Tiroler Sportjournalisten. Der war etwas nicht anlassbezogen. Also für mich gab es keinen Anlass, weil wir nichts verkündet haben. Das ist ja das Problem. Und zwar haben wir so lang ruhig und haben nichts verkündet, dass die Leute wieder sich irgendwas selber zusammenreimen. Das ist eigentlich unsere Schuld. Das habe ich immer nicht verstanden, dass immer am Ende des Tages mir zwar die Schuld sein. Ah. Ja, jetzt habe ich die Erleuchtung und sie ist rund. Gott und steht hinter der Kamera und spiegelt sich im Bild. Ja. Es ist ja so, da ist ja drinnen gestanden, wir hoffen auf die Hilfe von Investoren und es ist schon wieder gerüchteweise 1 Million offen und so weiter oder noch mehr oder noch weniger. Was weiß denn ich? Kurz zu den Fakten, im Sommer bei der großen Sommer-PK, wo wir in die Zukunft geblickt haben und eben diese Personalreduzierung verkündet haben, die kommen wird, diese zukünftige, haben wir ja gesagt, wir brauchen realistischerweise, wenn wir das gleiche Angebot haben wollen, wie wir es aktuell haben, nämlich 3 Mannschaften im Herrenbereich, also 3 Erwachsene-Mannschaften und 2 im Damenbereich und ein vernünftiges Marketing und einen vernünftigen Außenauftritt, dann brauchen wir 4 Millionen Euro. Das war keine erfundene Zahl, sondern eine fundierte Zahl, die wir hochgerechnet haben. Und im Stand damals war, glaube ich, 2,9 irgendwas. Also genau, ja. Ein wenig mehr als 1 Million hat im Sommer gefehlt. Und es ist ja immer so, dass man ein Jahr ins Voraus plant, also man überlegt sich, in der kommenden Saison haben wir so und so viele Einnahmen, mit denen wir planen, und mit diesen Ausgaben planen wir. Und wenn das nicht ganz zusammenstimmt, weil im Sommer eben die Ausgaben, die geplanten Einnahmen um 1 Million überflügelt haben, dann muss man sich überlegen, was tun wir. Und dann haben wir zwar überlegt und haben das spiegelnde Zeit mit erfunden und mitgeprägt, weil das Geld reinspült und dann die Einnahmen erhöht. Andere haben sich überlegt, wir könnten ja Stunden reduzieren und Kosten sparen, und so nähern sich diese beiden Balken an. Und Stand jetzt, heute, als dieser Artikel erschienen ist, sind wir ungefähr bei 400.000, die Ausgaben, die Einnahmen noch übersteigen. Warum ist das so? Warum das so ist? Ja, warum haben wir jetzt wer kann bei uns nicht rechnen? Warum kann man nicht von Anfang an sagen, hey, was ist los mit euch? Machen wir euch da ein ausgeglichenes Budget? Wir stehen am Politikertisch, also was ist mit der schwarzen Null? Null Defizit und so weiter, was ist da? Warum gibt es das von Anfang an nicht, weißt du? Ja, das wäre immer schön, wenn man quasi jedes Jahr wieder bei einem weißen Zettel anfängt und sagt, ich habe keine Verpflichtungen und nichts, also plane das und das sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben und fertig. Aber du hast ja gewisse Verpflichtungen. Eine Verpflichtung war zum Beispiel auch von der Politik, wir sollen alle Mannschaften im Herrenbereich unbedingt halten, denn die haben sportpolitisch einen großen Wert in der Ausbildung im Tiroler Fußball, also bitte keine Mannschaft abmelden. Das war die Vorgabe. Weder Damen noch Herren, gell? Genau, das war die Vorgabe, die wir bekommen haben und die wir auch sinnvoll finden, weil wir für diesen durchgängigen Ausbildungsweg stehen. Und wenn man das tut, dann kann man nicht einfach mitten in der Saison mal draufkriegen, okay, die Ausgaben übersteigen es noch immer mit ihrer Mannschaft. Das geht sich halt einfach nicht aus. Und gewisse Maßnahmen brauchen mir Zeit. Zum Beispiel hat es gebraucht 3 Monate, bis wir die Stunden reduzieren konnten, was einfach damit zu tun hat, dass es gewisse Kündigungsfristen gibt und so weiter. Und dass man da bis zum... Dass man sich ja gar nicht aufstellen kann, wie geht es weiter, das sind neue Pläne, die man dann machen muss, wer hat was, gibt's, was gibt es noch und so weiter. Ich habe es ja eh schon davor angesprochen, was gibt es noch, was nicht. Aber ich meine, die 2 großen Sachen ist natürlich, das ist das, was mich eigentlich am meisten immer aufregt. Es wird immer über den gescheiterten Miranda-Transfer gesprochen, was ja de facto korrekt ist, dass uns das Geld fehlt und dass wir das jetzt nicht haben, was natürlich extrem bitter ist, und das wird da auf allen Ebenen, was ich mir sagen habe lassen, ja sehr angefochten und so weiter. Absolut, und so das wird gerade geprüft, ja. Aber das andere ist natürlich, dass wir keinen Hauptsponsor haben, und wenn du nichts auf der Brust hast, dann sind es genau die 400.000, 500.000, die da fallen, die wir, dass wir jetzt ein Ding sein. Und ich glaube schon, dass es normal ist, dass man in der Saison reingeht und sich denkt, ja, wir müssen mit dem Budget gehen, weil wir haben eigentlich einen Hauptsponsor. Und dadurch, dass wir jetzt keinen haben und wir immer nur auf der Suche sein, ist halt dieses Loch da. Das heißt, wenn wir das Miranda-Ding drinnen haben und einen Hauptsponsor, dann könnt ihr euch zusammenrechnen ungefähr, was das bedeutet und was wir dann für Plus eine Formel haben, sagen wir mal so. Leicht vorsichtig ausgedrückt. Ja, das ist so. Und in der Situation sind wir gerade, und ich kann jetzt jeden insofern beruhigen, als dass das Wirtschaftsjahr geht ja noch bis Ende Juni nächsten Jahres. Also wir sind ja gerade mitten in dem Prozess drinnen, und ich kann euch versichern, und ich bin jetzt 2,5 Jahre wieder in der Vereinsführung mit dabei und da ganz eng mit allen Entscheidern zusammenarbeiten, und die haben, das war mein Eindruck, und du wirst gleich miterlebt haben, die haben immer sehr seriös
Dinge entschieden. Und wenn man da mitbekommt, jetzt im, sagen wir mal, im Jänner, es ist jetzt bei den Einnahmen sponsorenseitig, tut sich nichts mehr und da ist nichts in Sicht, was nicht stimmt, weil es tut sich da sehr wohl was, aber dazu dann hoffentlich in wenigen Wochen mehr. Wenn es konkreter wird, vielleicht, ja. Genau, dann muss man halt am Transfermarkt vielleicht aktiv werden, weil das ist ja auch eine Einnahmequelle, die man hat. Was aber sicher nicht im Sinne unserer aller ist. Nein, gar nicht. Das sind halt die Tools, die du als Fußballverein hast und wenn es nicht anders nicht ausgeht, dann ist es die bittere Realität, dass du solche Sachen dann einfach genau, dann musst du diese Maßnahmen ersetzen. Und das kennen wir eh aus den letzten Jahren. Genau. Aber ohne das... Und da wir mit einem Allian waren, Künstler und Zauberer, das jedes Jahr wieder geschafft hat, Transfersummen zu erzielen am Markt, die den Verein immer mal wieder dann in die Stabilität gebracht haben. Mit Ausgaben null, Einnahmen im sehr hohen Bereich. Dann so quasi und das ist einfach eine Auszeichnung meiner Meinung nach und zeitgleich, wenn wir jetzt bei den Einnahmen nichts mehr tun, dann können wir noch runterschrauben, aber das dauert halt einfach und ich kann euch beruhigen, wir prüfen es jeden Tag, sind gerade gestern wieder zusammengesessen, mehrere Stunden und schauen da alles an und prüfen das genau und überlegen, welche Maßnahmen können wir wann, wie, wo auf der Zeitachse setzen. Da sind wir mittendrin. Sponsorenseitig eben schaut so aus, dass es durchaus momentan sehr gute Gespräche gibt, also überraschend gute Gespräche, die aus einer unerwarteten Ecke gekommen sind, aber dort eben dann mehr, wie es gewohnt seid von uns, wenn es wirklich was zum Erzählen gibt. Aber da bin ich mal, ich bin nicht nervös und gar nichts, sondern vorsichtig, optimistisch. Das taugt mir, dass ich da jetzt auch innerorts etwas rührt, womit ich nicht mehr gerechnet hätte. Und zum Thema Investoren noch ganz kurz. Wir geben, auch wir beide heute werden hier keine Wasserstandsmeldungen abgeben, weil das hochgradig unseriös wäre, wenn man laufenden Gesprächen vorgreift. Aber immer noch so viel. Es gibt zwei konkrete Interessensgruppen, die sagen, wir finden Wacker Innsbruck so einen spannenden Verein, so eine spannende Marke. Die sehen quasi einen schlafenden Riesen vor sich liegen und die wollen mit uns was machen in Zukunft. Wie, wann, wo werden wir sehen. Das werden die Ergebnisse der Gespräche dann sein. Aber faktisch ist, die haben ein Interesse. Und was mir ganz wichtig ist, ein Investor hilft dir ganz selten. Also da muss schon dein Onkel sein, ein Investor sein. Mhm. Normalerweise investiert ein Investor in ein Projekt, wo er sich später irgendwann mal Renditen erhofft. So ein René Benko macht Immobilienprojekte, dann kauft sich halbe Innenstädte, weil er sich durchrechnet und sagt, am Ende schaut was raus für mich. Deswegen investiere ich da. In der Höhle der Löwen schauen dir sogar die verschiedensten spannenden Ideen ganz genau an, wenn du gut bist und die sagen, oh, das ist ein tolles Produkt, hat Qualität und einen Markt dafür, dann investiere ich. Aber nicht, weil sie nette Menschen sind, sondern weil die einfach, das ist ihr Geschäft. Deswegen steigen sie ein, ja. Deswegen steigen sie ein. Und deswegen hoffen wir nicht auf Hilfe von Investoren, sondern sind dann voller Freude, wenn wir sehen, dass da wirklich jemand das Potenzial erkennt und mit uns gemeinsam einen spannenden Weg beschreitet. Und das ist also Game is offen. So ist es. Wir haben noch eine Sache, also um das abzuschließen generell. Es gibt im Wackerladen extrem viel neuen Merch. Eine Kappe, die ich aufhabe, und der Rest liegt draußen, sofern es noch gibt. Es läuft ja schon relativ gut. Wir haben zwei neue T-Shirts, zwei neue Kappen, Mützen, wie auch immer man das nennen will. Wenn du die Bilder gemacht hättest, kann man sie schon sehen. Die habe ich sogar schon gemacht, das kann ich schon einstellen. Nur ich habe sie halt nicht in der Hand, dass ich so herzogen, weißt du, ich mein. Genau, das gibt es ab jetzt, ist eine coole Sache. Zweimal eher so Streetwear-mäßig und zweimal eher fanlastig, also eher schwarz-grün, einmal eher so im Graubereich. Ja. Ja. Genau. Aber ihr seht, man kann das wunderbar tragen, auch wenn man einen YouTube-Kanal hat und Sendungen produziert. Man kann wunderbar die Kappe tragen. Schauen wir, wie die Zahlen sein nachher, aber sehen wir uns an. Ja. Genau, ansonsten glaube ich, haben wir thematisch nichts. Investoren haben wir, Finanzen haben wir nochmal durchgeredet. Ich bin weder ungeduldig noch pessimistisch, ganz im Gegenteil. Ich bin ruhig und optimistisch. Was haben wir sonst noch? Alles im Griff. Ich denke, genau. Mal Länderspielpause haben wir jetzt. Genau, gehen wir also frohen Mutes in der Länderspielpause. Hoffen wir, dass die nächste Zeitspanne bis zur nächsten Wackerstube nicht so lange dauert wie von der 92. zur 93. Schauen wir, wie es sich entwickelt. Ergebnis offen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Draußen ist dunkel, da können wir schlafen und wünschen euch eine gute Nacht.